Ja, liebe Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Nintendogs. Heute ist es mein Ziel, mit Mali die Meisterschaft zu erreichen, und zwar im Gehorsamkeitstest. Wenn ich das schaffen würde, wäre schon nice, aber da müssen die Tricks heute auf alle Fälle passen. Zuvor möchte ich allerdings noch einen Spaziergang machen, und zwar zu den beiden Shops. Eventuell, dass wir da endlich mal spezielle Items kriegen, weil bis dato war ich immer dort und die hatten nie irgendetwas. Und damit gebe ich mich ehrlich gesagt jetzt nicht zufrieden, deswegen einmal... Hä? War der da oben? Was? Das sieht aber ein bisschen komisch aus. Okay, achso, das ist in der Version anders. Gut, ich habe das ein bisschen anders in Erinnerung. Das geht sich nicht aus, ne. Oder? Ne, nicht mal ansatzweise. Gut, dann haben wir hier Pech gehabt. Okay, dann nehme ich das Geschenk da oben noch mit. Einmal so, zack. Dann da runter. Ja, dann schließen wir die Runde gleich ab. Okay. Ja, in der Daxton-Version, die ich ursprünglich als Kind gespielt habe, da war der ein bisschen näher. Konnte man sogar gleich direkt am Anfang erreichen. Ja? Aber vielleicht ist da oben dann endlich mal was Spezielles drin. Also es gibt wirklich einige coole Sachen, die man dort erwerben kann. Soweit ich weiß, ein Keyboard. Das ist für manche Tricks sogar ganz nice. Ich weiß gar nicht, welcher Trick ist das? Ich glaube, singen. Ja, das kann der üben auf alle Fälle damit. Wäre zumindest ein nicer Trick, glaube ich, sogar beim Wettbewerb. Mit dem ich ein bisschen abstauben kann. Ja, ansonsten, also ich mache mir keine allzu großen Hoffnungen. Es kann sein, dass wir scheitern. Das nehme ich sogar in Kauf. Denn manche Tricks dort brauchen tatsächlich 15 Sekunden. Also man muss die 15 Sekunden halten. Und das sehe ich ehrlich gesagt bei Battlen relativ schwierig. Dein Beagle mag etwas schwer zu trainieren sein. Ich hörte, diese Rasse sei etwas stur. Ja gut, das wissen wir mittlerweile auch schon. Und vor allem, ich musste ja Dreh dich ihm auch noch verlernen, weil er das mittlerweile nicht mehr verstanden hat oder verwechselt hat mit Genen, beziehungsweise mit Battlen. Das Dreh dich hat gar nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht warum, aber das hat er auf einmal nicht mehr verstanden. Da habe ich es halt verlernt und jetzt habe ich das Kreis genannt, also dass sich im Kreis dreht. Also der Befehl Kreis ist jetzt Dreh dich. Aber das funktioniert wenigstens. Ich musste echt aufpassen, dass ich da nicht allzu viele Überschneidungen habe. Ansonsten, jetzt gerade verwechselt er nicht allzu viel, also das war wirklich, das war ein Formtief, was Mali einfach hatte. Mit dem konnte ich überhaupt nicht zurecht. Und ein Formtief ist das Schlimmste, was wir haben können. So, schauen wir mal. Ja, Geschenk auf der Straße, nice. Und ein Stoffhund, was Neues. Das perfekte Spielgefährte für ein einsames Hündchen. Ja gut, das Problem haben wir nicht, weil die beiden sind so verspielt. Also Mali und Yorke verstehen sich sehr, sehr gut. Den Stoffhund hätte ich früher gebraucht, bin ich ehrlich. Und das nächste Geschenk. So. Papiertaschentücher, gut, die kennen wir leider schon. So, und jetzt bitte betet, Leute. Betet, dass da jetzt was Gutes drin ist. Und kein Schrott. Ich mach schon mal Kreuzzeichen. Na, die Preise sind natürlich nice. Ein Zugseil. Gut, leider nicht das Keyboard, aber egal. Es ist mal was Neues. Ansonsten... Habe ich die Drahtbürste eigentlich schon gekauft? Ja, habe ich. Ja, das heißt, ich kann noch ein bisschen was mitnehmen. Hab gar nicht mehr so viel von den Sachen, die wir so haben sollten, ne? Das ist natürlich der zweite positive Effekt an diesen Shops hier. Die ganzen Sachen, die existieren, sind viel, viel billiger. Also hier jetzt Milch, 60 Cent im normalen Shop sind das, wie viel sind's? Ich glaube 1 Euro oder 1,20 waren's. Beim Hundefutter ist noch krasser, habe ich gerade gesehen, 1,40. 1,80, sorry. Kostet im normalen Shop, glaube ich, sogar 3 Euro oder so. Also manche Sachen lohnen sich hier echt. Vom Shampoo, glaube ich, habe ich noch mehr als genug. Ja, 3, gut, okay, nehmen wir ein bisschen mit. Und Kurzhaar für Mali, sogar noch eines. Okay, auch da gleich direkt einkaufen. Ja, Leute, ich habe 3600, das ist mehr als genug. Eventuell könnte ich meine Wohnung bald kaufen, eine neue. Ich meine, es geht eine für 5000 in Nordeuropa. Die finde ich mega nice. Das könnte ich echt machen. Einfach zweimal kurz mit Yorkie die Meisterschaft noch gewinnen und dann haben wir das Geld, was wir brauchen. Da
Das wäre natürlich was Schönes. Endlich mal eine andere Wohnung als das, was wir kennen, weil das mittlerweile habe ich von der Wohnung eh mehr als genug. Ich mag die überhaupt nicht, die wir jetzt gerade haben. So, laufen wir kurz mal nach Hause. Wir machen das ein bisschen kurz mal im Speedrun. Okay, nee, es ist Müll. Weiter. Das brauchen wir nicht. So, ab nach Hause. Lauf, lauf, Junge, lauf. Genau. Er war ziemlich anstrengend, ja. Ich habe ihn jetzt auch ein bisschen gehetzt. Ansonsten geht's Mali, glaube ich, hier ganz gut. Ah, schmutzig ist er. Okay, dann machen wir das gleich mal. Bevor wir ihn auf den Wettbewerb schicken, das müssen wir sogar. Dem muss tatsächlich sehr gut gehen. Ansonsten werden wir wahrscheinlich wieder mit den Punkten ein bisschen betrogen. Ne? Zumindest habe ich noch immer die Annahme, dass bei diesem einen Wettbewerb, wo wir gut abgeschnitten haben, dass diese 1,7 Punkte vom Richter nur zustande kamen, eben weil er schmutzig war, beziehungsweise normal. Er muss halt wirklich ganz gut sauber sein. Dann kann man sich, glaube ich, vielleicht noch einen Fehler erlauben. Ja, der sieht super gepflegt aus. Ja, komm, da kann man ja ein Auge zudrücken. Ah, bitte, macht mir einen Gefallen. Keine 15 Sekunden dreh dich. Von mir Spiel tot oder irgendwas anderes. Aber bitte kein dreh dich. Weißt, da kann ich gleich direkt aufgeben. Wenn wir absteigen, dann ist es halt so. Ja, oh, das gefällt ihm. Es leuchtet aber noch immer nicht. Bitte. Ich will ein wunderschönes Felly haben. Kann das bitte mal leuchten? Warum nicht? Oh, ja gut, okay, dann halt nicht. Wir brauchen den Bonus eh nicht. So, let's go, fertig, reicht's, adios. Den Rest macht der Computer selbst. Ja, auf einmal ist so Schaum noch übrig, das wär's ja. Ja, und ein Wasserchen gibt's auch noch. Ich meine, ich könnte das ja mit Yorkie auch nochmal probieren, so einen Shop zu erreichen. Bei dem reicht ja auch die Reichweite mittlerweile. So, und das Zugseil, das können wir ja kurz mal probieren. Hier. Aha. Dann können wir so mit ihm jetzt spielen, nämlich. Oder wir schmeißen es hin und dann ziehen die, glaube ich, untereinander. Ja, gut, wenn Mali nicht Angst hätte. Oh. Der hat Angst vor dem Zugseil, das gibt's doch gar nicht. Unglaublich. Gut, sind wir ready? Achso, ich glaube, ich übe nochmal ganz kurz die Tricks, bevor wir zum Wettbewerb gehen. Was? Du sollst herkommen, nicht betteln. Kommst du her, bitte? Was war das jetzt? Ja gut, nee, den Trick brauchen wir nicht. Gefällt ihm aber. Okay, gut. Setz dich. Setz dich. Brav. Bauch. Bauch. Ja. Gib Futter. Das war nicht richtig. Ja gut, wir lassen ihn kurz mal, damit er es einfach übt. Ja, der macht relativ häufig Betteln, wenn er mal einen Trick verwechselt. So in die Richtung, bitte schlag mich nicht. Ich hab dich nicht verstanden, deswegen ich bettle jetzt. So in die Richtung. Gib Futter. Jetzt hat er's. Lassen wir kurz mal. Wie lange hält das? Ja, 7 Sekunden. 10 Sekunden. 12. Ah, okay, um die 12. Das wird aber nicht reichen. Okay, springen kann er, ja, das weiß ich hier. Spring. 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 Ja, jetzt hat er's. So, Rückwärtssalto. Rückwärtssalto. Alter, den Trick liebe ich noch immer. Es gibt sogar noch einen speziellen Trick, soweit ich weiß. Der nennt sich Breakdance. Da muss er Spiel tot machen und dann, glaube ich, dreh dich. Spiel tot. Yorkie! Wir sind hier in der Trainingssession. So, Spiel tot. Spiel tot. Ja, dreh dich. Ah, Kreis. 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 Ah, verdammt, okay, normalerweise sollte das im Liegen machen. Ich glaube, das liegt noch am Level eventuell, dass er das noch nicht kann. Das könnte halt wirklich der Fall sein. Betteln. Betteln.
Ja, das kriegt er natürlich hin. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Welche Tricks gibt es jetzt noch, die wir haben? Ja gut, Hachi. Hachi. Brav. Genen. Auch das beherrscht er. Einen Trick könnte ich ihm noch beibringen. Betteln. So. Das hier. Stand. Funktioniert sogar, nice, gefällt mir. Ah, nee, bleib hier, das ist ein spezieller Trick. Ja, okay, geh weg da. So, probieren wir es nochmal. Betteln. Brav. Er hat jetzt brav mit Bauch verwechselt. Betteln. Genau, und jetzt nochmal. Nein, jetzt hab's unterbrochen. Betteln. Ah, wieder abgebrochen. Betteln. Stand. Ich weiß nicht, wie ich den Trick sonst nennen soll. Da können wir auch jubeln. Wobei, ich glaube, im Nachfolger heißt er Hurra. Betteln. Betteln. Ich muss immer eingedeutscht reden. Nein, Yorkie! Ey, diese Flachpfeife, ey, manchmal. Sorry, aber manchmal kann er echt ein Hindernis sein. So, betteln. Betteln. Das war nicht ganz das, was ich wollte. Betteln. Betteln. Mhm. Stand. Das war zu laut. Betteln. Betteln. Stand. Ja, das hat jetzt wieder verstanden, ne? Brav. Gleich mal streiche. Warum machst du jetzt einen Rückwärtssalto? Von dem war keine Rede. Betteln. Nein! Lauf doch nicht weg! Ich will nur, dass du diesen Trick beherrschst und dann machen wir kurz das Turnier. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Gehst du weg, Yorkie? Betteln? Betteln? Stand. Hat noch nicht gereicht. Stand. Ah. Idiot, Alter. Stand. Ich wollte ihm gerade befehlen, Stand, und dann kann er es ja nicht mal. Kurz mal streicheln. Loben ist immer wichtig in dem Hinsicht. Ja. Nein, das wollte ich nicht. Betteln. So. Na komm, geh hoch. Oh, Yorkie, ich hau dich gleich ins Tierheim, bitte. Der nervt hier gerade richtig. Betteln. Stand. Nein, jetzt... Oh, was so nicht? Ups. Betteln. 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 Das funktioniert nicht. Jetzt auf einmal. Nein. Betteln. Nein, jetzt habe ich mir das Hinterbein gestellt. Betteln. Stand. Ich hoffe, er hat es jetzt wirklich verstanden und er macht es jetzt auch, weil er ist gleich direkt wieder runtergefallen. Ich bin mir gerade unsicher, ob das gut war. Wir probieren es gleich aus. Wenn Stand klappt, dann nice. So, Marley, einmal her. So, Stand. Stand. Ja, klappt. Brav, nice. Das freut mich gerade. Okay, gut. Ich würde sagen, ich speichere gleich einmal. Sicher ist sicher. Und dann würde ich sagen, wir treten in der Meisterklasse an. Und wir hoffen auf das Beste.
Bin ich überhaupt noch in der Meisterklasse? Ich bin gerade am Überlegen. Schauen wir mal. Ja, bin ich. Ja, Ted, komm. Spaß dir. Ich bin gerade mega angespannt, weil die Tricks müssen jetzt passen. Weil wie viele Zuseher das auf einmal sind. Aber 19 Punkte? Das ist ein bisschen übertrieben. 28 muss ich erreichen. Okay, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Übrigens, er hat es auch gerade gesagt, das Fail war am besten. Ne? Könnte wirklich ein Faktor sein. So, probieren wir das Beste. Gib Foto. Gib Foto. Gib Foto. Spring. Gut, das haben wir. Das war mal ein leichter Anfang. Spieltod. Spieltod. Nein! Spieltod. Spieltod. Wieso? Jetzt geht denn? Spieltod. 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 Was ist denn das jetzt für ein... Ich glaube, ich muss Gena verlernen. Das macht sonst keinen Sinn. Das war gerade der offizielle Mittelfinger des Hundes an mich. Betteln. 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 Bin ich hier im Irrenhaus oder was ist da? Betteln. 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 Hä? Ich werde gerade gemobbt vom eigenen Hund. Setz dich. Setz dich. Dein Ernst jetzt? Setz dich. Setz dich. Setz dich. Setz dich. Setz dich. Was ist das jetzt auf einmal? Setz dich. Setz dich. Ich bin im Irrenhaus hier. Ja, ich bin eindeutig im Irrenhaus. Das ist gerade ein Totalversagen, was er macht. Jetzt dreht er sich wieder. Kreis. Kreis. Rückwärtssalto. 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 Oh, Stand. 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 Okay, ich habe jetzt nicht verstanden, was da passiert ist. Zu Hause macht er alle Tricks, jetzt hier auf einmal nicht. Also wir werden auf alle Fälle absteigen, das ist klar. Das waren so einfache Tricks. Spiel tot und sitzt, das war... Ja. Warum gibt's da Applaus, bitte? Ey, wir sind abgestiegen. Also, ja. Ich weiß nicht, ob mir das vielleicht irgendjemand erklären kann, warum, was da gerade passiert ist, aber er hat ja keine Tricks gemacht von denen, die ich ihm eigentlich angeschafft habe. Am Anfang schon, aber danach ging es bergab. Alter, nee. Das war die schlechteste Leistung überhaupt. So, Marley, komm mal her. Da müssen wir kurz mal reden. Stand? Stand? Jetzt macht das. Hä? Kreis? Spiel tot? Okay, Spiel tot. Spiel tot. Okay, Leute, wir machen jetzt Folgendes, weil es regt mich einfach nur mal auf. Das gleiche ist bei Dreh-Dich passiert. Genen. Vergessen. Das werde ich nochmal neu lernen, irgendwie mit einem anderen Namen, aber das macht so keinen Sinn. Ich meine, wie könnte. Müde könnte ich es nennen. Müde. So, Spieltod. 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 Ich verstehe es nicht. Spieltod. Wenn niemand setzt, ich krieg da mehr hin.
Setz dich. Setz dich. Ist das ein Mikrofon-Bug oder ich verstehe es nicht? Setz dich. Setz dich. Okay, Leute, also ich werde mir das angucken müssen, weil so geht's nicht weiter, weil das nervt mittlerweile einfach nur mehr. Also, wir sind jetzt verdient abgestiegen, das steht fest, aber ich verstehe nicht, wie der auf einmal nach dem Wettbewerb nichts mehr kann. Liegt das jetzt daran, dass er hier normal ist, oder? Also, die Meisterschaft ist ja unmöglich gefühlt zum Schaffen. Weiß nicht, aber da muss ich mir was angucken. Oder hat's mit dem Vertrauen zu tun? Ja, Leute, trotzdem danke fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.